Sichern Sie sich jetzt Ihre beste Solaranlage und produzieren Sie ab sofort Ihren eigenen Strom. OE24 Solar hat jetzt ein Top-Angebot für Sie. Um nur 49 Euro pro Monat erhalten Sie eine 5 kW Solaranlage inklusive Wechselrichter. Ihre Solaranlage liefern wir Ihnen gratis nach Hause. Auf Wunsch montieren und installieren wir Ihnen die Anlage auch auf Ihr Dach. Alle Angebote und Informationen finden Sie im Internet unter www.oe24solar.at oder telefonisch unter 0226 734 0791. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend. Willkommen zurück. Willkommen bei unserem Dienstagsduell mit Sebastian Bornmehner. Hallo. Und Gerald Servus, Groß. Danke. Großes Thema des heutigen Tages sind die Klimakleber, aber die kleben nicht mehr. Und zwar nicht nur heute, sie haben, überraschend muss man doch sagen, ihr Aus verkündet, sie lösen sich auf, sie sind frustriert aufgrund der ganzen Angriffe, die es gab. Du warst ja doch immer auch ein Kritiker der Klimakleber. Findest du es gut, dass sie sich auflösen oder hast du Mitleid mit ihnen? Längst überfälliger Schritt, dass sie sich auflösen, weil sie ja jeglichen Rückhalt in der Gesellschaft verloren haben. Also selbst diejenigen, die, und dazu zähle ich mich auch, die Notwendigkeit einer harschen Kritik der Bundesregierung an einem Versagen hinsichtlich des Klimaschutzes gutheißen, heißen die Methoden dieser Personen nicht gut, weil die letztlich nicht gegen die Regierenden und Mächtigen gerichtet sind, sondern gegen die Hacklerinnen und Hackler, gegen die Pendlerinnen und so weiter. Und die können am allerwenigsten dafür. Insofern eine gute Geschichte. Sehr interessant fand ich, es gab jetzt doch auch einige Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Gruppierung. Und da kam eine sehr offene und harte Kritik auch an den Grünen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich zum Tragen. Also ich habe mir das angehört, wie diese Afra Porsche, was ich auch recht spannend finde, also das sind ja doch ein paar Wohlstandsverwahrloste auch dabei, wie diese Afra Porsche gefragt wurde quasi, was sie erreicht haben und ob es noch Sinn macht, habe ich eine sehr, sehr deutliche Kritik gehört an Elitären und Selbstgerechten und dass quasi diese Regierung mitverantwortlich sei für den Tod von Milliarden. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, das sind vielleicht Milliarden Insekten gemeint, aber wahrscheinlich eher nicht Menschen. Aber das finde ich schon spannend. Ich glaube, das Ende der letzten Generation ist auch ein Scheitern der Grünen, weil eine Bundesregierung, die jetzt seit 5 Jahren mit einer grünen Klimaministerin ausgestattet ist, die sich ja allerlei Kuhhandel ausbedungen haben, um ihre klimapolitischen Vorstellungen durchzusetzen, am Schluss so eine Abrechnung bekommt von den Klimaaktivisten, spricht, glaube ich, auch Bände. Und ich denke mir, die letzte Generation, man kann sie für eine Chaostruppe halten, das sind doch einige auch namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Hintergrund unterstützend dabei gewesen. Wenn die zu so einem Befund kommen, dass diese Regierung gescheitert ist, dass diese Regierung versagt hat, dann, glaube ich, sollte man das schon auch ernst nehmen. Du hast heute schon ein Fläschchen Champagner oder Diesel in dem Fall geöffnet? Ja, Diesel ist unverträglich, genauso unverträglich wie die EU-Anten, deren Ende heute gekommen ist. Nehme zur Kenntnis, Österreich die offene Psychiatrie, schwerste Fälle auf der Regierungsbank, der Nachwuchs klebte auf der Straße, klebte in der Vergangenheit. Jetzt haben wir die einen Wahnsinnigen losgeworden, jetzt geht es darum, die anderen Wahnsinnigen auch noch loszuwerden. Vielleicht könnten wir mit einem Uhu-Löser die Uhu-Anten auf der Regierungsbank dem gleichen Schicksal zuführen, wie die Narischen, die auf der Straße die Anhänger der obskuren Greta Thunberg, Asperger-Apokalypsen-Sekte, wenn wir die auch loswerden könnten. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Der Protest dieser Ökoterroristen, die ja nur ein Ziel hatten, im Hintergrund ihren Ökokommunismus einzuführen, das heißt ein autoritäres System hochzuziehen, um uns zu erklären, wie wir Wirtschaft zu machen haben, wie wir zu leben haben, wie wir zu reisen haben, wie wir zu essen haben, das hat sich damit erledigt, einmal fürs Erste. Der dritte Punkt ist, das Ziel, das diese Uhu-Anten hatten, war im Übrigen das Falsche. Wir haben in Europa einen CO2-Ausstoß pro Person von ca. 6 Tonnen, in Saudi-Arabien von ca. 17 Tonnen pro Person. Dazwischen liegt Kanada, dazwischen liegen die Vereinigten Staaten von Amerika, dazwischen liegt China. Das heißt, wenn wir uns die weltweiten CO2-Emissionen anschauen, die ja von diesen dafür verantwortlich gemacht werden, dass es den Klimawandel gibt, ich bin der Meinung, den Klimawandel gibt es seit Millionen von Jahren, aber sei es drum, dann haben sie einfach das falsche Ziel gewählt. Es war eben nicht die Schmauswabel Erne und der Kirschenkern Karli, die mit ihrem Auto, wahrscheinlich nur E-Auto, vom Burgenland nach Wien eingefahren sind, weil es
weiß ich nicht, ins Spital gehen mussten, weil eine dringende Operation gewartet hat und die musste dann verschoben werden, weil sie 3 Stunden im Stau gestanden sind oder ihre Kinder abgeholt haben, sondern die größten Umweltverbester. Und ja, die nenne ich beim Namen, sind China, sind Saudi-Arabien, ist der Nahe Osten und sind jene, die uns gerade wirtschaftlich um die Ohren fliegen. So, in einem Wirtschaftskrieg, der zwischen den USA und der China stattfindet. Und das Ziel dieser Klimaterroristen hier in Europa war, Europa zu destabilisieren und am Ende zu deindustrialisieren. Und das war ihr wahres Ziel. Obwohl Europa die geringsten CO2-Emissionen hat, die sogenannte verdammte Automobilindustrie in Europa, unsere Industriestandorte, wollten sie das in Wahrheit auch noch killen. Daher haben die auch einen geopolitischen Schaden angerichtet, den man gar nicht bemessen kann. Infineon lässt heute 360 Arbeitsplätze wieder frei. Die Zulieferbetriebe Magna, Steiermark krachen. Nein, das hat schon etwas damit zu tun, dass durch Druck dieser wahnsinnigen Truppe auf europäischer Ebene ein Green Deal beschlossen worden ist, das Aus des Verbrenners, der uns jetzt auch um die Ohren fliegt und wir Tausende von Arbeitsplätzen zwischen Deutschland und Österreich verlieren werden. Jawohl, es war seit 5 Jahren das planwirtschaftlich-ideologische Ziel, Europa zu deindustrialisieren. In Wahrheit haben wir es mit US- oder chinesischen Agenten zu tun gehabt, die auf unseren Straßen geklebt sind. Bei wem haben sie kaputt gemacht? Den Wirtschaftsstandort Europa. Ich nehme zur Kenntnis, dass mit dem heutigen Tag vorerst zu Ende, was mich wundert ist, dass die Regierung die letzten 2 Jahre nichts gegen die gemacht hat. Ich hätte ihnen ein lebenslanges Führerscheinverbot gegeben, ich hätte sie einmal eingesperrt und ich gebe ihnen ein lebenslanges weiß ich nicht, Flugverbot. Diese Anja Windel, da RCS oder was das auch immer ist, die da die Klimaschockierer war, die wird wahrscheinlich morgen irgendwo in einen Flieger einsteigen und nach Bali fliegen, weil die Klimakleberei so anstrengend war. Ja? Also das haben wir alles erlebt von diesen Heuchlern. Auch diese Heuchelei und Dummheit gehört bestraft. Dazu stehe ich. Was heißt denn das generell für die Klimabewegung? Weil man hat schon das Gefühl, nicht erst seit heute, aber jetzt umso mehr, es ist ein bisschen die Luft draußen bei der Klimabewegung. Ja, Fridays for Future hat sich irgendwie zersplittert, tritt auch nur noch sporadisch auf, muss man sagen. Die berühmten Freitagsdemos gibt es nicht mehr. Jetzt haben heute die Klimakleber eben gesagt, keine weiteren Aktionen. Ist die Klimabewegung am Ende? In ihrer vorherigen Form auf jeden Fall. Ich würde auch noch die Person Lena Schilling reinbringen, weil die ja auch für mich ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie sich diese Klimabewegung ad absurdum geführt hat und wie einfach einige wenige auf dem Rücken des Idealismus von ganz vielen ihre eigene persönliche Karriere vorangetrieben haben und dafür auch entsprechend kritisiert wurden von den bestehenden Resten der Klimabewegung. Also das, was wir jetzt sehen, auf der einen Seite zuerst eine Radikalisierungsbewegung, dann den Ausverkauf der Klimabewegung hin zu den Grünen, das einfach aufgesogen wurde vom Apparat. Alle, die irgendwie die man irgendwie locken konnte mit Mandaten, wurden da reingesogen und haben damit natürlich auch sehr viel Verrat geübt an der eigenen Bewegung. Und jetzt letztlich ein Absterben dieser radikalisierten Flügel und eine Normalisierung im Diskurs. Wir erleben ja, dass Menschen wie Katharina Rogenhofer zum Beispiel, die ja auch eine der Frontfrauen der österreichischen Klimabewegung war, die hat ihr eigenes Institut gegründet. Gut finanziert, bestens vernetzt, mit einem sehr breiten Beirat. Und andere Protagonisten haben sich quasi in bestehende Institutionen, die Arbeiterkammer hat eine eigene Klimaabteilung. Also das Thema ist seit 2017, 2018, wo es so quasi den Peak hatte. Und dann auch es geht ein bisschen in der Gesellschaft auf jetzt. Na klar. In Institutionen. Ja, natürlich. Es leugnet auch. Ich finde, wir sind auch, was den Diskurs betrifft, an einem ganz anderen Punkt inzwischen angelangt. Sogar Menschen wie Gerald Gross leugnen den Klimawandel. Ich habe ihn nie geleugnet. Wunderbar, wunderbar. Aber ich glaube, da hat sich einiges verschoben. Inzwischen, und das kann man, wenn man mit Menschen in ganz Österreich spricht, wirst du niemanden finden, der sagt, es gibt den Klimawandel nicht, es gibt keine Wetterextreme, es gibt keine Herausforderungen, vor allem der Landwirtschaft und der Forstwirtschaft und so weiter. Also das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber man darf auch Greta Thunberg und ihren Antisemitismus nicht vergessen, der Nimbus dieser Bewegung von vor allem jungen Menschen aus einer akademischen, bürgerlichen Elite, die auf die Straße gegangen sind und manchmal freundlicher, manchmal unfreundlicher uns einen Spiegel vorgehalten haben, unsere Verfehlungen als Gesellschaft, der ist gefallen. Niemand hat mehr Interesse daran, irgendwelche schreienden Kinder sich anzuschauen, weil die ja auch keine Antworten auf die Herausforderungen der heutigen Zeit bieten. Vor allem, wie du sagst, die schreienden Kinder sind keine Kinder mehr, die sind mittlerweile berufstätig teilweise. Berufspolitiker, ja. Also das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Insofern glaube ich, dass auf der einen Seite diese ganze Bewegung in den letzten Jahren insofern erfolgreich war, als dass
auch in der Berichterstattung andauernd darüber gesprochen wird. Es vergeht keine einzige Sendung, in der nicht darüber gesprochen wird, über den Klimawandel, über die Auswirkungen der Veränderungen des Westens. Auf der anderen Seite, Sie haben nicht mehr diese Kraft und Sie werden sich jetzt neu erfinden müssen. Ich warne nur davor, zu glauben, dass die Radikalisierung endet. Wir sehen es bei der Migrationsdebatte, wir haben es bei der Corona-Debatte gesehen und wir haben es bei der Klimadebatte sicher nicht zum letzten Mal erlebt, dass Menschen sich radikalisieren, weil sie glauben, dass die Notwendigkeit besteht, Milliardentote zu vermeiden. Und wenn jemand jetzt bei der Abschiedspressekonferenz sagt, diese Regierung, wahrscheinlich unsere gemeint, hat Milliardentote zu verantworten, dann zeigt das schon auch eine Form von innerer Radikalisierung, wo man davon ausgehen muss, dass manche dieser Bewegung unter Umständen noch radikalere Schritte wählen werden, wenn sie außerhalb dieser schützenden Organisationsstruktur sind. Herr Dr. Bornmänner. Also Entwarnung, glaube ich, braucht man da nicht schreiben. Herr Dr. Bornmänner, wenn österreichische Klimaterroristen der Meinung sind, dass die österreichische Bundesregierung, eine Bundesregierung eines 9 Millionen Einwohnerlandes, für Milliarden von Toten verantwortlich ist, dann hat es per se noch nicht mit Radikalisierung zu tun, sondern nur mit dem Ausdruck einer gewissen Mathematikschwäche. Ich würde mal sagen. Also, schau. Vielleicht hat's auf die Geschichte ist ja relativ einfach. Stimmt. Die haben zwei Gehirnzellen gehabt. Eine zum Festkleben, eine zum Kleben bleiben und vielleicht noch dritte zum Verdauen. So, jetzt haben sich die losgelöst von der Straße. Jetzt gibt es die Abschlusspressekonferenz. Jetzt müssen sie ihre drei Gehirnzellen in Gang setzen. Sind alle vernebelt vom Uhu-Schnüffeln. Wissen Sie, Uhu-Schnüffeln, Diesel-Schnüffeln. Poppers infiltriert in Wahrheit, die arme Generation. So, jetzt müssen die rechnen und reden von Milliarden. Und du siehst ja bereits anhand dieser Pressekonferenz, da gebe ich Ihnen ja recht, in was für einer Scheinwelt sie gelebt haben. Denn sie haben in Europa, sie haben in Österreich, sie haben in Deutschland, vor allem in diesen zwei Ländern, in Wahrheit waren sie Suchende. Sie haben ein idealistisches Ziel gewählt. Sie waren Suchende einer Generation X, die gesagt hat, wir haben keine Führung, wir haben keine Idole mehr. Also haben sie sich ihr Idol gesucht und das war, wir müssen Milliarden von Menschen retten. So. Und dann haben sie sich langsam in das hineingesteigert. Da gibt es mehrere Studien darüber, die findet man im Übrigen an geeigneten Anstalten, wie sich Menschen in so eine Abwärtsspirale, in eine psychologische hineintreiben. Dann haben sie sich hineingetrieben und aus dem anfänglichen romantischen Idealismus, ich will die Umwelt schützen, ist am Ende sektenhaftes Obskurantentum geworden. Mit dem sie im Übrigen, und das möchte ich auch sagen, die Umweltbewegung zerstört haben. Ich glaube, dass ich von meinem Lebensverhalten, jetzt abgesehen von meinen hin und wieder Ausflügen in Stopfleber? Zum Beispiel, ja. Oder in ein Auto, das 13 Liter verschluckt. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass ich von meinem Lebensstil her, oder wir von unserem Lebensstil her, sehr umweltbewusste Menschen sind. Von meinem Konsumverhalten, von meinem Einkaufsverhalten, Bauernmärkte etc., naturnaher Bereich. Ich brauche kein Fleisch, das 7000 Kilometer geflogen ist. Ich nehme es vom Bauern aus der Umgebung. Aber ich will ein Fleisch essen. Ich nehme den Fisch von dem eigenen Teich unten im Toll. Also ich habe, glaube ich, schon, der Salat kommt vom Bauernmarkt. Also wir haben schon einen anderen Zugang. Und gehöre nicht zu denen, die unbedingt glauben, die Lebensmittelkonzerne zu finanzieren. Sie sind ein Öko, okay. Nein, ich gehöre nicht zu denen, die Pfirsiche aus Argentinien essen. Sehr gut. Und dann steht drauf, biologisch steirisch aus der Steiermark. Also zu diesen Idioten gehöre ich nicht. So. Aber jeder Mensch, der gerne lebt, erkennt, dass die Umwelt unser Lebensraum ist und wir unseren Lebensraum nicht zerstören. Aber selbst die Menschen haben sie verschreckt. Jene Menschen, die in Wahrheit einen sehr ökologischen Zugang zu dem Gesamten haben, die Natur als Teil der Schöpfung bewahren wollen, auch die haben sie verschreckt. Sie haben in Wahrheit dem allen einen Bärendienst erwiesen. Und wissen Sie was, ich werde den Eindruck nicht los, diese ganze Gruppierung, beginnend bei Fridays for Future, gut, die sind dann zu HJ geworden, zu Hamas-Jugend, bis hin zu Luisa Neubauer, Lena Schilling, Krumpherr oder Frau Krumpböck oder Krumpbeck und wie die alle heißen, diese Gruppe haben sich nur gebildet, um vor 6, 7 Jahren die Grünen, die alle samt überall aus den Parlamenten geflogen sind, in die Regierungen zu bringen. Das ist ihnen gelungen. In Deutschland sind die Grünen in der Regierung gescheitert, in Österreich sind sie gescheitert und mittlerweile kommen die Grünen als parlamentarischer Arm dieser Ökoterroristen selber drauf, hoppla, die schaden uns. Weil bei der EU-Wahl hast du ja gesehen, die Grünen haben nicht mehr gerissen. So. Und ich glaube, dass hier der parlamentarische Arm gesagt hat, Freunde, wir brauchen euch nicht mehr. Und das ist halt das alte Beispiel. Die Revolution frisst immer ihre Kinder. Mhm.
Gut, machen wir ganz kurze Werbepause, dann sprechen wir über das zweite große Thema der letzten Tage, und zwar die Mindestsicherung und insbesondere zwei Fälle aus Wien, die da für viel Aufregung derzeit sorgen, und die Frage, soll die Sozialhilfe österreichweit gleich geregelt werden und braucht es hier eine Deckelung, und wird hier zu viel Mindestsicherung respektive Sozialhilfe an Flüchtlinge ausgezahlt? Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live. Gerald Gross und Sebastian Born-Mena sind im Studio. Ich habe es vor der Pause schon angekündigt. Viel diskutiert wird über die Mindestsicherung und die Höhe der Mindestsicherung. Da gibt es insbesondere einen Fall aus Wien. 4.600 Euro für eine syrische Flüchtlingsfamilie mit 7 Kindern, also 9 Kopf. Wo sich natürlich doch jetzt einige Österreicher die Frage stellen, 4.700 Euro netto, da muss man schon viel arbeiten als Familie, dass man das einmal erwirtschaften kann. Sind das Beträge, die ein System zeigen, das aus dem Ruder gelaufen ist, deiner Meinung nach, insbesondere in Wien? Oder ist diese Wiener Mindestsicherung und dieses Wiener Mindestsicherungssystem angesichts, und das ist ja die Argumentation der Wiener SPÖ, des, wie sie sagt, teuren Lebens und der anderen Lebensumstände in einer Großstadt gerechtfertigt? 9 Personen und 4.500 netto, das heißt 500 Euro pro Person. Das muss man mal immer in Relation setzen. 500 Euro pro Person. Und wer Kinder zu versorgen hat, weiß, dass es keinen Skalierungseffekt gibt. Das heißt, wenn du 3, 4 oder 5 Kinder hast, heißt es nicht, dass automatisch quasi du kannst den Raum wieder nutzen, du kannst die Windel wieder nutzen, du kannst die Medikamente wieder nutzen. Sondern ja, aber bei gewissen Dingen wie Kleidung, definitiv, bei gewissen Dingen schon. Aber bei vielen Sachen auch nicht. Der zentrale Faktor, der bei der ganzen Diskussion außer Acht gelassen wird, ist die Zeit. Das Allerwichtigste ist die Zeit. 7 Kinder, da kannst du nebenbei nicht mehr arbeiten. Bei 7 Kindern muss zumindest die Mutter Vollzeit sich um die Kinder kümmern, aber in Wirklichkeit auch der Vater einen gewissen Anteil an Stunden übernehmen, um den Haushalt zu übernehmen, um sich auch um das Leben der Kinder zu kümmern. Und ich finde die Diskussion deswegen so erbärmlich, weil wir uns schon die Frage stellen müssen, wollen wir in einer Gesellschaft leben, in der Kinder willkommen geheißen werden, im Leben, in der Kinder unterstützt werden oder in denen Kinder als eine Belastung betrachtet werden. Ich glaube, unser System und dieser Fall ist eine gute Debatte, auch wenn ich es niederträchtig finde, dass eine Familie so geoutet wird, weil man kann relativ leicht herausfinden, wer diese Familie ist, weil es ja nur 10 Familien in ganz Wien gibt mit so vielen Kindern. Das müssen wir vor Augen halten. Wie kommen Sie zu diesen Zahlen? Weil es veröffentlicht wurden. Aha. Aber lass uns mir ausreden. Ja, es gibt eine Handvoll Familien mit dieser Anzahl, und wir diskutieren jetzt darum, als würde es darum gehen. Auf der anderen Seite haben wir 800 Millionen Euro an Sozialbetrug durch Unternehmen pro Jahr in Österreich. Die gesamte Mindestsicherung in Wien für über 150.000 Menschen kostet weniger als Sozialbetrug, der von 450 Unternehmen begangen wird. Da fehlen mir die Relationen, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, wir sollten diese Debatte nutzen, nicht um darüber nachzudenken, ob unser Steuergeld gut investiert ist in Kinder und eine Familie, die sich um Kinder kümmert. Ich glaube, jeder Cent, der in eine Familie und in Kinder investiert wird, ist richtig an. Die Debatte, die wir führen müssen, ist, warum verdienen arbeitende Menschen eigentlich so wenig, dass sie sich aus ihrer Erwerbstätigkeit überhaupt nicht als siebenköpfige Familie leisten könnten. Das ist nämlich die ganze Krux bei der Geschichte. Keine berufstätige Familie könnte sich 7 Kinder leisten. Weil das bedeutet, du müsstest einen ganzen Stab von Beschäftigten haben, der sich darum kümmert, dass diese 7 Kinder versorgt werden. Also das ist für mich das Problem, das wir dabei haben. Wir haben momentan ein System, in dem in Wien haben wir eine wunderbare Kinderversorgung, aber das grundsätzlich nicht darauf ausgelegt ist, dass Familien mehrere Kinder bekommen. Und gleichzeitig beklagen wir, das muss man auch von Gerald Gross immer wieder anhören und von anderen aus der Ecke, wir beklagen den Geburtenrückgang, wir beklagen, dass wir händeringend Menschen aus dem Ausland
aufnehmen müssten eigentlich, aber nicht qualifizierte Zuwanderung erleben, sondern einfach eine ungesteuerte Zuwanderung. Und dann beklagen wir, dass Menschen Kinder bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, was genau passieren muss. Auf der einen Seite, ich bin dafür, dass wir die Löhne anheben. Ich bin aber auch dafür, dass wir nicht kinderreiche Familien bestrafen oder an den Pranger stellen, weil eigentlich sollten wir dankbar sein für jedes einzelne Kind, das in Österreich noch zur Welt kommt. Wenn wir nicht wollen, dass irgendwann einmal Europa oder Österreich ein Land ist und ein Kontinent ist, der ausstirbt und wir ausschließlich auf Zuwanderung angewiesen sind, dann sollten wir alles tun, was in unserer Macht steht, um kinderreiche Familien zu unterstützen und nicht so beschämen, wie es gerade passiert. Aber warum so kompliziert? Rufen wir doch in Damaskus oder in Islamabad oder am Hindukusch an und sagen, sie sollen uns 2 Millionen schicken. Werden wir doch zu einem syrischen Land. Genauso will ich nicht. Nein, die logische Folge, die Sie hier vorschlagen, ist, dass Österreich ein afghanisches oder ein syrisches Land wird. Dann sage ich, jawohl, dann machen wir es. Aber warum tun wir uns da die Mühe an, die da die armen Hascher 10.000 Kilometer über den ganzen Balkan aufwandern zu lassen? Rufen wir beim Herrn Assad an und sagen dem Herrn Assad, ja, der sagt, ich habe 4 Millionen zu viel. Sagen wir, nehmen wir, überhaupt kein Problem, wir haben ja so viel Geld. Die Hälfte der Menschen in der Mindestsicherung, der schutzbedürftigen Menschen in der Mindestsicherung in Wien sind Syrer. 30.000. So, dann kommt Afghanistan, dann kommt Tschetschenien. Wie hätten Sie das gern? Wollen Sie Zuwanderung in unser Sozialsystem oder wollen Sie Zuwanderung in unser Wirtschaftssystem haben? Wenn Sie Zuwanderung in unser Wirtschaftssystem haben, dann rufen Sie beim indischen Premierminister an und sagen, der soll uns welche schicken. Die sind ja nicht so deppert, dass sie zu uns kommen. Oder rufen Sie in Pakistan an. Oder rufen Sie in Großbritannien an oder in Kanada oder in den USA. Oder rufen Sie in Argentinien an und sagen, kommt her, ihr IT-Arbeitskräfte. So, wir haben, und das sehen wir an diesem Fall relativ deutlich, wir haben eine Nettozuwanderung, und zwar eine hauptsächliche Nettozuwanderung ins Sozialsystem. Ich meine, wir haben ja Klick. 4,4 Millionen Menschen in dem Land sind Gott sei Dank erwerbstätig, die zahlen Steuern. Ja, die finanzieren in Wahrheit die restlichen 4,4 Millionen. Da geht sich schon noch 1 Million aus Syrien aus, ja? Die dann 4.800 Euro kassieren, das im Übrigen 9.000 Euro brutto ist. 12-mal im Jahr. Und wissen Sie, was ich jetzt machen würde, wenn ich Schlepper wäre? Ich würde im gesamten Nahen Osten plakatieren, mehrsprachig, kommt nach Wien, da gibt es 4,4 Millionen vertrottelte Arbeitssklaven, die nennen sich Österreicher und zahlen Monat für Monat 50% Steuerleistung und Sozialversicherung, damit sie um 6 in der Früh aufstehen und 12 Stunden arbeiten, dass manch andere tagelang, wochenweise, monatelang oder jahrelang auf der faulen Haut liegen. Im All-Inclusive-Ressort Österreich. Und die kommen über die Grenze einer und da werden sie gefragt vom Zöllner, Rabattcode, Asyl, Rabattcode, Asyl, in Susi-Sorglos-Paradies. Aber wissen Sie, das Problem ist, ich bin ja ein Humanist. Jeder soll kassieren, jeder soll den Staat ausrauben. Wunderbar! Wir legen uns alle auf die faule Haut. Aber wissen Sie, was am Ende passiert? Der Staat lässt sich nicht mehr finanzieren. Das gesamte Sozialwesen ist ein Versicherungswesen. Das heißt, du brauchst immer genügend Menschen, die einzahlen, damit jene, die es brauchen, und nicht jene, die es wollen, jene, die es brauchen, herausnehmen können. Ich war jetzt in Salzburg. Ich möchte es heute noch einmal sagen. Oder ich kann auch einen steirischen Fall nennen. Da ist 2014 ein Syrer, ein Junge hereingekommen. Der ist gegangen. Der ist tatsächlich von Syrien den meisten Weg, nur den Meeresweg natürlich nicht, über die Türkei nach Europa gegangen. Dann ist er in Salzburg aufgeschlagen, er wollte eigentlich nach Deutschland. Und NGOs haben ihm gesagt, gehen Sie nach Wien, da gibt es die höchste Sozialleistung. Er hat gesagt, nein, bleib da, weil ich will keine Sozialleistung, ich will arbeiten. Er hat Deutsch gelernt, alle Prüfungen gemacht, hat in einem Restaurant als Kellner arbeiten begonnen, Tag und Nacht in der Gastronomie, wir brauchen nicht reden, wie schwer die Gastronomie ist. Und nach 9 Jahren ist er von einem bekannten Salzburger Restaurantleiter und hat vor wenigen Wochen die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen, nach 9 Jahren. In der Südsteiermark haben wir einen Taxifahrer, der ist über die Grenze 2015 reingekommen, der hat mittlerweile eines der größten Taxiunternehmen in der Südsteiermark. Wissen Sie, was das Problem bei der ganzen Geschichte ist? Diese Fälle möchte ich auch sagen, weil sie gute Fälle sind. Das Problem ist, sie sind die Minderheit. Das meiste, was wir anlocken, ist in das Sozialsystem. Und was macht Wien? Wien lockt damit bis zum Hindukusch, bis nach Damaskus jeden an. Und ich sage Ihnen Folgendes, wenn ich in Damaskus leben müsste von 2 Dollar im Monat oder am Tag und ich lese in irgendeiner Zeitung, die Verrückten, die Trotteln in Wien vergolden jedem den Hintern mit 9.000 Euro brutto im Monat. Ja, wissen Sie, was ich da mache? Dann nehme ich meinen fliegenden Teppich und fliege direkt Transdanubia. So, und das ist das Problem. Ja, ich möchte dazu, also
Erstens einmal, wenn wir über die Finanzierbarkeit sprechen, habe ich gerade vorher eine Relation aufgemacht. Die gesamte Mindestsicherung für über 150.000 Menschen in Wien kostet weniger, als allein der Sozialbetrug durch Unternehmen pro Jahr den Staat kostet. Okay, 800 Millionen Euro. Und ich sehe keine Initiative der österreichischen Bundesregierung, dass mehr Kontrollen gemacht werden, damit wir diese Unternehmen endlich dazu bringen, ihre Abgaben zu leisten. Wenn wir über die Erbschaftssteuer oder Vermögensteuer sprechen, dann gibt es Berechnungen, die zeigen, dass sie bis zu 4 Milliarden Euro pro Jahr bringen könnten. Also es gibt genug Möglichkeiten. Bitte lassen Sie mich aus. Also soll mein Erbe versteuert werden, dass Sie nur mal 10 Züge reinholen? Sie sind dann verkaufe ich aus und Zirk aus. Dann ist vorbei. Ist eine schöne dann Idee. Machen Sie Ihren kommunistischen Staat, wo Sie jedem das Geld nachschmeißen, aber nicht auf meine Kosten. Ich verstehe es. Sie zahlen ja keine Steuern mit Ihrer Stiftung. Aha, okay, alles Sie sollten einmal Steuern zahlen und Löhne zahlen. Ich zahle wahrscheinlich mehr Steuern als Sie. Ja, privilegiert, stiftungsreich. Wissen wir. Und dann dicke Hose und dann Stinken. Um das einmal klarzustellen, die Stiftung gehört sich selbst. Ich habe mein eigenes Einkommen. Das, was ich zum Beispiel hier im Studio verdiene, das fließt nicht in die Stiftung. Okay? Also tun Sie bitte nicht irgendwelche Mehren aufstellen. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich zum Beispiel in der Corona-Zeit keinen einzigen Cent aus Steuergeld mir auszahlen lassen. Wie viel waren es bei Ihnen? 50.000, 60.000 Euro? Okay, gut. Schön, dass wir jetzt still sind und mir zuhören können. Also, die Rechtsinstitution, Groß, die Geld gekriegt hat, die hat mit Ihnen Groß, nichts zu tun. Lassen Sie mich jetzt ausreden. Wir haben das jetzt geklärt. Okay. Wir haben das jetzt geklärt. Ich habe keinen einzigen Cent bekommen, Sie haben 50.000 Euro bekommen. In Ordnung. Meine Firma. Gut. Ja, Ihre Firma. Und Ihre Stiftung? Also, meine Firma nicht. Ihre Stiftung. Ich habe auch eine Firma, genauso Ihre Stiftung. Meine Firma hat keinen einzigen Cent bekommen. Ihre Firma schon. Meine Stiftung hat auch keinen einzigen Cent bekommen. Weil Sie vorher nicht angemeldet wurden. Nein, das stimmt ja nicht. Ich bin seit über 15 Jahren beruflich tätig. Ist in Ordnung, passt. Wie auch immer. Lassen wir es jetzt auf der persönlichen Ebene weg. Ich weiß, dass Sie immer, wenn Sie verzweifelt... Ich bin nicht verzweifelt. Natürlich sind Sie verzweifelt. Die Fakten Sie wollen, dass ich mehr Steuern zahle. Damit Sie Ihre Multikulti-Träume erfüllen. Herr Gross, Sie sind kein Milliardär. Ich weiß, Sie wären es gerne. Ich weiß, Sie treiben sich auch im Dunstkreis der Reichen umher, damit ein paar Brosamen runterfallen. Natürlich, aber Sie werden es nicht. Nein, Sie werden es nicht. Nein, Herr Gross, Sie werden es nicht. Also, bitte. Fast 5 Milliarden Euro. Ich habe das aufgezeigt anhand der Vermögensteuer und anhand des Sozialbetrugs, der durch Unternehmen begangen wird. Und da reden wir noch gar nicht von Steuertricks und Steuerflucht, die europaweit 1.000 Milliarden pro Jahr beträgt. Also über die Finanzierbarkeit von Sozialleistungen, vor allem Sozialleistungen für Kinder und Familien, brauchen wir bitte nicht diskutieren, solange wir nicht dafür gesorgt haben, dass die, die das Geld haben, auch endlich einen fairen Beitrag leisten. Aber die Debatte, die wir eigentlich führen müssen, ist die, wenn wir schon über Migration sprechen, und ich glaube, das ist ein Thema, über das wir sprechen müssen, gerade auch als Linke, fair zu denen zu sein, die hier sind, bedeutet auch, dass wir realistisch sind in Bezug darauf, wie viele noch zu uns kommen können. Und ich bin absolut der Meinung, dass wir die Zuwanderung kontrollieren und vor allem qualitativ gestalten müssen. Mich interessieren nicht irgendwelche Spielereien mit Obergrenzen von 10.000, 20.000 oder 50.000 pro Jahr. Ich möchte ja qualifizierte Zuwanderung. Wir brauchen 10.000, 20.000, 50.000 Zuwanderung an qualifizierter Zuwanderung im Tourismus, im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich und so weiter. Die brauchen wir. Das sagt ja jeder Arbeitsmarktexperte, sagt, wir haben das Problem, wir haben da riesige offene Stellen, die nicht gefüllt werden können. Aber das Problem ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, nicht diejenigen sind, die wir für diese Fachkräfte brauchen. Also bin ich für eine qualifizierte Zuwanderung. Ich bin vor allem aber auch dafür, und da kann ich die Kritik nur an Viktor Orban und andere an der EU-Außengrenze weitergeben, bitte sich jetzt endlich die EU-Außengrenze. Ich finde es grotesk, dass man auf der einen Seite Viktor Orban dafür beklatscht, dass er alle Flüchtlinge durchlässt und dann davon spricht, dass wir eine Festung Österreich bauen müssen, die wieder wir Steuerzahler becken müssen, den Zaun, den man da aufstellen muss. Also, ich glaube, die gesamte Debatte rund um die Mindestsicherung ist eine völlig verquere. Warum? Weil sie am Schluss nicht nur den Syrern und den Afghanen und den Tschetschenen und wem auch immer, aus welchem Land auch immer zu uns gekommen, schaden wird, sondern allen Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und das sind auch ganz viele Österreicherinnen und Österreicher und Kinder aus Österreich. Und ich möchte nicht, dass die Debatte am Beispielfall von einer neunköpfigen Familie in Wien dazu führt, dass in ganz Österreich Sozialleistungen gekürzt werden. Weil dort sollte man nicht sparen. Aber es gibt ja zwei Argumente, die der Gerald Gross da durchaus polemisch, aber als Kern rübergebracht hat. Das eine ist, das ist ein Pull-Faktor und führt dazu, dass mehr zu uns kommen. Und das zweite ist, was natürlich im Rahmen dieser Diskussion auch diskutiert wird, ist es fair, wenn Menschen, die keinen Euro in unser Sozialsystem eingezahlt haben, dann gleich viel bekommen wie jene, die vielleicht 15, 20 Jahre berufstätig waren und dann aus welchen Gründen auch immer in die Sozialhilfe. Wichtiger Punkt zum Pull-Faktor. Der größte Pull-Faktor in Österreich sind saubere Seen,
eine stabile soziale Lage. Sollen wir jetzt unsere Seen kaputt machen, damit wir keinen Pull-Faktor mehr haben? Sollen wir Bandenkriege auf der Straße initiieren, zusätzlich zu denen, die wir in Teilen von Wien schon haben, damit die Leute nicht mehr kommen, damit es nicht so schön ist in Wien? Nein. Also dieser Pull-Faktor, Sozialsystem quasi, wir zerschlagen unser Sozialsystem, damit es nicht mehr so angenehm ist für irgendwelche Leute, von denen wir glauben, dass sie in Kabul eine Zeitung lesen, in denen drinnen steht, dass irgendeine Familie aus Syrien, also das ist ja Schwachsinn. Also dieser Pull-Faktor, die Pull-Faktor-Geschichte halte ich für absurd und vor allem finde ich es krank, weil sie wissen ganz genau, dass es Europa rechtlich und Menschenrechtskonvention ist im Verfassungsrang verankert, nicht möglich ist, nur diejenigen, die eine andere Staatsbürgerschaft haben, weniger Sozialleistungen zu geben. Das ist nun mal unsere Gesetzeslage. Das heißt, wo kommt das letztlich hin? Die Sozialleistungen werden für alle gekürzt. Das ist das, was die FPÖ nicht dazu sagt. Das ist das, was die ÖVP nicht dazu sagt. Das ist nämlich die Doktrin, die am Schluss bei den Leuten dahinter steckt, dass nämlich Sozialleistungen für alle gestrichen werden. Dann sind wir bei den Pensionen, dann sind wir beim Krankengeld, dann sind wir bei der Arbeitslosenversicherung und so weiter. Das zum Pull-Faktor. Und das andere zum Thema, ist es gerecht? Hat man sich's verdient? Ich glaube, jeder Mensch hat ein Recht auf eine menschenwürdige Unterbringung. Jeder Mensch hat ein Recht auf ein stabiles Gesundheitssystem, auf ein Bildungssystem und so weiter. Und zwar ungeachtet dessen, wo er geboren wurde, welche Hautfarbe hat, welches Geschlecht, welche Glaubenskonfession und so weiter. Und deswegen finde ich, sollten wir eher darüber nachdenken, wie können wir dazu beitragen, dass diejenigen, die hackeln gehen, mehr am Schluss übrig haben und nicht darüber nachdenken, wie können wir diejenigen bestrafen, die noch zu wenig geleistet haben. Wenn ich daran denke, dass da 7 Kinder in Wien aufwachsen, und zwar mit der Unterstützung von unserer gesamten Gesellschaft so aufwachsen, dass sie gesund aufwachsen können, gut ausgebildet und in Sicherheit aufwachsen können, dann gehe ich davon aus, dass diese 7 Kinder in Zukunft die Sozialleistungen und die Pensionen unserer Nachkommen finanzieren werden. Und bin ich dankbar, dass Sie hier sind. Herr Dr. Bornmänner, ich möchte mit glatten Unwahrheiten aufräumen. Die erste Unwahrheit ist, dass wir durch irgendwelche europarechtlichen Vorschriften dazu verpflichtet werden, transkontinentale Zuwanderung unserem Sozialsystem zu öffnen. Das ist nicht so. Wir haben laut allen gültigen Erkenntnissen des österreichischen Verfassungsgerichtshofs und der europäischen Gerichte nur eine einzige Verpflichtung, und das ist, Sozialleistungen an Unionsbürger auszuzahlen. Es gibt kein österreichisches Gesetz, kein europäisches Gesetz, das besagt, dass wir die volle Sozialleistung, die nur Österreichern und Unionsbürgern zugutekommt, in Wahrheit dann am Ende Syrern, Afghanen, Tschetschenen etc. auszahlen. Es gibt im Übrigen auch keine Unionsvorschrift, im Übrigen hier auch Ukrainern etc. auszuzahlen. Es ist die Frage, wem wir Asyl zukommen lassen und wie wir dann im Einzelfall mit den Sozialleistungen, beispielsweise mit Asylbewerbern oder Asylberechtigten, umgehen. Deutsche Bundesländer gehen den Weg, dass sie beispielsweise Sachleistung statt Geldleistung auszahlen. Auch Niederösterreich tut das. Finden Sie das in irgendeinem Europagesetz, oder? Haben wir schon gesucht? Ah, tun Sie ein bisschen eintippen in die Tasten, mein guter Mann. Sie werden es eben nicht finden. Das wäre zum Beispiel ein Weg. Der zweite Weg wäre, dass wir zum Beispiel Sozialleistungen für Zuwanderer, für Menschen, die keine Staatsbürger sind, für Menschen, die keine Unionsbürger sind, in Österreich deckeln. Das wäre im Übrigen auch möglich. Im Übrigen Ungarn macht das ja. Ist Ungarn verurteilt worden? Sind in Ungarn die Brüsseler EU-Armeen von Ursula von der Leyen deswegen eingezogen und haben den Orban gestürzt? Nein. Der schert sich einen Dreck, was die Frau Ursula von der Leyen in ihrer Unterwanderungsbemühung macht mit dem Herrn Schwab und wie die alle hasen, sondern die Ungarn gehen hier ihren eigenen Weg. Faktum ist, Herr Dr. Bornmänner, natürlich haben wir Geld, um die Sozialleistungen zu erhöhen. Natürlich haben wir. Wir haben zwar den größten Staatsschuldenstand seit 1945, aber ich gebe Ihnen recht, in der Wirtschaft ist noch Geld herauszuholen, nach dem Motto, Esel streck dich. Die Erbschaftssteuer könnte man einführen, wir könnten die Betriebe überhaupt enteignen, wir könnten eine 80-prozentige Steuer ihnen aufdividieren, wir enteignen alle Privatmedien, wir können mit allem anfangen, können wir alles tun. Die Frage ist immer, cui bono, wem nützt es? Nützt es quasi Ihnen, dass Sie 3 Millionen Syrer damit bedenken, oder nützt es damit, dass wir das Sozialsystem jener Österreicher stärken, die dafür einzahlen? Und ich habe dafür einen
ganz klaren Grund. Wer einzahlt, soll auch aus diesem System, wenn er es braucht, nicht wenn er es will, wenn er es braucht, etwas erhalten. Aber nicht jeder Hinz und Kunz soll einer kommen, der in Wahrheit das nur will und nur deswegen zu uns kommt. Die Leute bleiben ja nicht in Griechenland, Herr Dr. Bormena. Sie bleiben ja nicht in Italien. Sie bleiben ja nicht in Slowenien. Sie bleiben ja nicht in Kroatien. Sie kommen nach Wien. Sie bleiben auch nicht in Wolfsberg. Sie bleiben nicht in Deutschlandsberg. Sie bleiben nicht in Klagenfurt, in Innsbruck. Sie kommen nach Wien. Warum? Weil Wien durch diese Sozialleistungen einen Pull-Faktor hat. Hitziges Thema. Ich glaube, wir müssen da noch eine Runde einschieben. Gerne. Und weiter darüber diskutieren. Machen wir eine ganz kurze Pause und dann kann Sebastian Bormena gleich darauf antworten. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück zu unserem dritten Teil mit Gerald Gross und Sebastian Bormena. Hitzige Diskussion über die Mindestsicherung und Sozialhilfe. Sie haben es wahrscheinlich gesehen vor der Pause. Sebastian, ich fasse noch mal kurz zusammen. Gerald Gross ist der Meinung, das Sozialsystem, ich tue das jetzt ein bisschen kurz verpacken, ist aus den Fugen geraten und im Endeffekt fließt viel zu viel Geld an Menschen, die hier nichts einbezahlt haben in dieses System. Oder habe ich richtig zusammengefasst? Jetzt hat die ÖVP einen Vorschlag gemacht und sagt, wer 5 Jahre hier eingezahlt hat, der soll erst Sozialhilfe bekommen. Ist das jetzt deiner Meinung nach unfair? Wenn das für Erwachsene gilt, ist es das eine, was wir besprechen können. Bei Kindern, die haben per se einfach aufgrund dessen, dass sie auf die Welt gekommen sind, gerade erst noch Nierencent eingezahlt. Und ich glaube nicht, dass wir eine Wartefrist für Kinder machen sollten. Also kein Baby sollte 5 Jahre lang warten müssen, bevor sie Sozialleistung bekommt. Wenn es darum geht, dass Menschen, die frisch nach Österreich kommen, zum Beispiel unter dem Schutz der Menschenrechtskonvention, also als Asylberechtigte, dann in Wien sind, dass man sagt, da muss man sich halt aber dann auch überlegen, wie man dafür sorgt, dass es nicht zu einer Elendung dieser Menschen kommt, also dass wir eine menschenwürdige Unterbringung schaffen, die auch rechtskonform ist. Was wir auch berücksichtigen müssen, Herr Gross, es gibt sehr wohl die gesetzliche Verpflichtung, dass Asylberechtigte von den Sozialleistungen her genauso behandelt werden wie Unionsbürger. Das heißt, wir müssen nach dem bestehenden Gesetz, wir können gerne darüber sprechen, das zu ändern, aber nach den bestehenden Gesetzen, und Recht muss Recht bleiben, müssen diejenigen, denen wir Asyl zubilligen, auch entsprechend behandelt werden wie Staatsbürger. Das ist geltende Rechtslage. So. Wenn wir davon abgehen wollen, dann müssen wir die Menschenrechtskonvention ändern oder ignorieren. Das ist das, was Caroline Edtstadler in den Raum stellt. Das ist, glaube ich, das, was auch die FPÖ möchte. Darüber kann man dann am 19. September eine Entscheidung treffen. Aber der Punkt für mich ist ein anderer. Ich möchte nicht, dass wir beginnen, eine Neiddebatte bei Sozialleistungen zu führen, während wir gleichzeitig bei denen, die zu viel haben... Aber ist es eine Neiddebatte oder ist es eine Gerechtigkeitsdebatte? Nein, da ist es eine Neiddebatte. Wenn man sich diejenigen anschaut, die mit 9 Köpfen, also 500 Euro pro Person, bei 500 Euro pro Person und Monat beginnen wir zu dividieren und offen zu legen und Daten in Zeitungen zu spielen, aber bei denen, die 5 Millionen pro Stunde verdienen, weil sie so unfassbar viel geerbt haben, ohne einen einzigen Cent Steuern zu zahlen, da hüllen wir den Mantel des Schweigens und rufen Neiddebatte, um Gottes Willen, vertreiben wir die Reichen ja nicht aus Österreich. Das finde ich ungeheuerlich. Hier geht es immer noch um Menschen und es geht immer auch um Relationen. Also ich bin total dafür, dass wir über Gerechtigkeit sprechen, aber Gerechtigkeit werden wir nicht dadurch herstellen, indem wir Menschen weniger Geld geben, sondern werden dafür Gerechtigkeit sorgen, wenn wir Menschen für ihre ordentliche Hacken auch entsprechend entlohnen. Was mir fehlt bei der ganzen Debatte, ist, dass wir auch darüber sprechen, warum verdienen eigentlich unsere Menschen im Gesundheits- und Sozialsystem so verdammt wenig? Warum ist eigentlich der meiste Teil der Arbeit, die Frauen erledigen, immer noch unbezahlt und unversichert? Wie kann es eigentlich sein, dass wir Kinder erziehen und Kinder bekommen, nicht als Arbeit bewerten? Da wird so getan, also die Frau bekommt, die Familie bekommt 4.500 Euro netto fürs Nichtstun. Ach so, 7 Kinder kriegen und groß sind, ist nichts tun? Das kann nur jemand sagen, der keine Kinder hat. Also das ist Schwerstarbeit. Und ich finde, das sollte gerade ein Land wie Österreich, das ja ohne Migration, ohne diese Zuwanderung einen Geburtenrückgang hätte, darüber haben wir ein paar Mal gesprochen, sie meinen, ja, gesund schrumpfen. Ich bin nicht der Meinung. Ich bin der Meinung, wir sollten
viel, viel mehr Geld für die Erziehung, die Gesundheit und die Sicherheit von allen Kindern, die in Österreich leben, ausgeben. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir Zuwanderung kontrollieren und reglementieren müssen. Das ist kein Widerspruch. Das ist eine recht einfache Geschichte, weil Sie die Einkommenssituation der Österreicherinnen und Österreicher darstellen. Danke im Übrigen für den Vorschlag. Eine österreichische Familie, beide berufstätig, beide circa im Medianeinkommen, beide 8-Stunden-Verpflichtung, beide 41-Stunden-Woche, beide 5 Wochen Urlaub, verdienen im Monat beide 2.400 Euro, zusammen 4.800 Euro, im Best Case. Arbeiten beide, haben 5 Kinder. Okay, österreichische Familie. Familie Müller. Nehmen wir die Familie Müller. Unrealistisch. Kriegen dann ein Kindergeld, kriegen aber diese syrische Familie auch noch einige Sozialleistungen, die noch nicht in dieser Auflistung drin waren. So, genauso ist es realistisch. Kommen mit 4.800 netto aus. Okay? Die müssen arbeiten. Und die lesen die Zeitung und schlagen auf und sagen, syrische Familie kommt mit Kindern, Nachbarskinder, Straßenkinder, was sie heute halt so alles auf der Balkanroute gebeten hat, kommen rein und sagen, 7 Kinder, Rabattcode Asyl, bitte zur Kasse. Keinen einzigen Cent ins Sozialsystem geleistet, keinen einzigen Tag um 7 Uhr in der Früh aufgestanden, gearbeitet, gar nichts, sondern kommen rein und sagen, passt, Sozialparadies Österreich, 9.000 Euro brutto bitte. Auf die Kralle, 12-mal im Jahr. Sonst raschelt's, sonst komme ich mit den Linken, mit den paar Männern, mit den NGOs, mit der SP und sage, ah, ungerecht, ungerecht. Ihre Antwort darauf ist, nein, das können wir nicht ändern, weil sonst würden wir das Sozialsystem alle runternivellieren. Wir sollten das Sozialsystem noch mehr ausbauen. Wir sollten quasi für die 7-köpfige Familie vielleicht 7.000 Euro zur Verfügung stellen und dafür sollen wir Erbschaftssteuer zahlen. Das haben Sie jetzt in der vorigen Sequenz sinngemäß gesagt. Nicht Sie, jeder in Wahrheit, die Leistungsträger. Nein, die wissen Sie, was das Problem ist, Herr Dr. Bornmänner? 4,4 Millionen Menschen in Österreich sind nicht reich, aber sie arbeiten, damit solche Idioten wie Sie ihre Ideologie verbreiten können. Wir sind die Arbeitssklaven für Ihren multikulturellen Traum und damit ist jetzt einmal Schluss. Wie kommen wir dazu, dass uns das Geld gestohlen wird von der Sozialversicherung, von der Steuer, damit solche Faktoten wie Sie die Grenze offen lassen und sagen, kommt alle her, wir sind das Armenhaus der Erde. Ihr verdient am Hinterkopf zu wenig, wir lösen eure Probleme, wir lösen sie. Wir sind die Mutter Teresa. Dann kommen aber nicht nur 60.000 im Jahr, voriges Jahr wieder 60.000, sondern 80.000, sondern 300.000, 500.000. Und dann, Herr Dr. Bornmänner, kriegen wir ein sozialpolitisches, ein demografisches Problem. Und wissen Sie, wo wir dann sind? Dann sind wir genau dort, wo wir aus unbescholtenen, anständigen Bürgern, kritischen Bürgern, Rassisten machen, weil die sind in ihrer Hilflosigkeit gar nicht mehr anders zu helfen wissen, als dass nur mehr auf die Straßen gehen. Herr Gross, Sie erinnern mich ein bisschen an die Klimahysteriker. Also dieses Schreien, dieses Toben und dieses Teufel an den Wand malen. Haben Sie alle Klimaaktivisten schreien gesehen? Alle werden kommen. Hunderttausende werden und die Umvolkung droht. Also ich höre die ganze Zeit den Weltuntergang. Seit 20 Jahren höre ich den Weltuntergang. Österreich wird absandeln, die Wirtschaft wird kaputt gehen. Massenarbeitslosigkeit, Verelendung, Glasscherbenviertel. In Wien kann man immer auf die Straße gehen, alle werden umgebracht. Herr Gross, bitte kommen Sie aus dieser Angstphobie ein bisschen raus. Haben Sie keine Angst? Angst. Alles wird gut. Bruno Kreisky zu zitieren, Frage. Wir werden die Zukunft meistern, Herr Gross. Haben Sie keine Leben Angst? Sie in Otterkring-Meidling oder Favoriten? Ich bin dort aufgewachsen. Haben Sie eine Wohnung am Rheinmann? Ich bin dort aufgewachsen. Haben Sie eine Wohnung am Rheinmann? Ich bin dort aufgewachsen. Wollen Sie nicht mehr da leben, gell? Wollen Sie nicht mehr da leben, gell? Ist gefährlich für die Vor Kinder, gell? Sind wir ins Waldviertel gezogen? Wollt man nicht mehr. Lassen Sie mich ausreden. Verspotten Sie doch bitte nicht die 2 Millionen Menschen, die in Wien leben. Nein, die in Wien leiden. Zwischen Leben und Leiden gibt es einen Unterschied. Ich bitte Sie, die Österreich, die Sozialdemokratie in Wien regiert inzwischen seit über 70 Jahren und zwar die meiste Zeit fast mit absoluter Mehrheit. Warum, Herr Gross? Weil alle leiden. Hören Sie doch bitte auf. Weil Sie ja für einen Wähleraustausch sorgen. Wie viel die Österreicher wollen schon lange nicht mehr, jetzt machen sie einen Wähleraustausch. Gross, das ist relativ einfach. Das ist die nächste Verschwörungstheorie. Ja. Nein, ist ja so. Herr Gross, die FPÖ hat wie viel Prozent gehabt das letzte Mal? 7%? 8%? Das ist das, was die Leute in Wien von Ihnen halten, okay? Und bei der nächsten Wahl werden es halt 15 oder 20% haben. Wissen Sie, wie viele Stimmen das in Wahrheit Relation sind? Nicht einmal jeder Zehnte. Das ganze Sozialgefüge und die Sicherheitssituation in Wien hat Ihnen so gut gefallen am Rheumannplatz, dass Sie ins Waldviertel gezogen sind. Wissen Sie, ziehen Sie zurück am Rheumannplatz mit Ihren Kindern. Schicken Sie Ihre Kinder in die öffentlichen Schulen, wo Sie einen Migrationsanteil von 95% haben. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich komme selber aus so einer Schule mit 95% Migrationsanteil. Ja. Sieht man, ist ja nichts Gescheites rausgekommen. Ist ja nichts Gescheites rausgekommen. Sie sind ja das Beispiel für die Pleite dieses
Bildungssystems. Was ist bloß los mit Ihnen? Naja, ist schauen ja Sie, so. Ich kann das immer nur wieder sagen. Wollen Sie wirklich, dass solche Menschen an die Macht kommen? Mhm. Sollen solche Menschen, die nur beschimpfen, nur beleidigen, die Rassismus, Sie lustige Haltung, Camillo, Ihnen glaubt kein Mensch mehr. Wirklich, naja. Ist, aber Herr Gross, jede einzelne Sendung beweisen Sie, warum Leute wie Sie und Herbert Kickl niemals an die Macht kommen dürfen. Mhm. Weil wir dann wirklich ein Problem haben. Mhm. Warum? Was machen die? Über die Hintertür der Menschen mit Migrationsgeschichte werden Sozialleistungen zerstört. Das ist das. Kennen Sie dieses Schaubild? Vielleicht kann man es mir mal einblenden. Kurze Frage, warum sollte ein Mensch in dem Land Sozialleistungen zerstören wollen? Lassen Sie mich ausreden. Ja, ich lasse Sie. Ja, danke schön. Was hat die schwarz-blaue Regierung gemacht mit der Mindestsicherung? Hat das gesenkt oder nicht? Na, was denn? Hat das gesenkt? Was hat sie gemacht? Gesenkt hat sie es. Für wen? Sie toll. Für wen? Na, für alle. Ach so. Also, jetzt lassen Sie mich ausreden. Herr Gross, kennen Sie dieses Schaubild? Sitzen drei Menschen am Tisch, da einer mit Migrationsgeschichte, da ein Hackler und in der Mitte der Banker mit einem Berg von Keksen und sagt zum Hackler, Achtung, der Migrant will deinen Keks wegnehmen. Und genau das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Wir erleben, dass wir die Lobby der Reichen, die sagen, lass es mir ausreden. Lass es mich bitte ausreden. Lass es mich ausreden. Was ist bloß los mit Ihnen? Warum schaffen Sie es nicht einmal, mich ausreden zu lassen? Was ist denn bloß los mit Ihnen? Antisemitisches Schaubild. Herr Gross, Sie haben vor 5 Minuten gerade HJ gesagt hier im Studio. Wundern Sie sich, dass Sie auch Anzeigen wegen Verhetzung bekommen? Lass es mich ausreden. Lassen Sie mich bitte ausreden. Das ist unfassbar. So, das ist wirklich unfassbar. Lassen Sie mich endlich mal ausreden. Sebastian von Mähner, das zu Ende. Gut. Wir erleben die politische Lobby der Superreichen, die sagt, man darf keinem einzigen Milliardär auch nur einen einzigen Cent an Steuer wegnehmen, aber gleichzeitig sagt, man muss einer 7-köpfigen Familie aus Wien die Sozialleistungen streichen. Und das ist der Grund, Herr Gross, das versteht, Sie glauben zwar, wenn irgendwelche Medien das hochpushen, Sie glauben zwar, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher Ihnen auf den Leim geht, dass Sie sagen, ja passt, ich wähle eine Partei, die die Reichen nicht schröpfen möchte, aber die den kinderreichen Familien im Land was wegnehmen möchte, aber ich muss Ihnen etwas sagen. Sie werden am 29. September genauso wie bei den Wahlen in Salzburg, genauso wie bei der EU-Wahl erleben, dass die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher, und zwar eine Dreiviertelmehrheit, sagt, mit solchen Menschen wollen wir nichts zu tun haben. Und ich bin froh, in diesem Land zu leben, in dem man Sozialleistungen Menschen zukommen lässt, die eine Behinderung haben, die noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben etwas ins Sozialsystem eingezahlt haben. Ja? Weil das ist genau das, wo wir hinkommen. Ja, heute heißt es, nehmen wir den Asylwerbern das Geld weg, weil sie haben noch keinen einzigen Tag eingezahlt. Morgen heißt es dann, nehmen wir den Behinderten die Sozialleistungen weg, weil sie haben noch keinen einzigen Tag eingezahlt. Wir wissen genau, welche Ideologie dahinter steckt, Herr Gross. Wir wissen genau, was Leute wie Sie mit dem Sozialsystem vorhaben. Und deswegen wehre ich mich so entschieden dagegen, dass wir auf dem Rücken der Armen und Ärmsten eine Debatte führen, eine Neiddebatte führen. Dagegen verwehre ich mich. Herr Dr. Bornmähner, dieses Schaubild, das Sie zitiert, stammt aus dem Völkischen Beobachter. Nein, das meine ich im Übrigen nicht. Das meine ich nicht. Sehen Sie Banken, Kekse? Das Volk, Sehen Sie Regierung. Kekse? Nein, einen Kuchen, Herr genau. Dr. Bornmähner. Das ist nicht, was ich und meine. Und wissen Sie, jetzt bitte ich Sie um Folgendes. Das ist nicht, was ich meine. Ich bitte Sie um Folgendes. Das war ein Schaubild, wo quasi der Jude als der Vergifter der Welt dargestellt worden ist, der von der Ostküste die Banken leitet und mit dem Kapital quasi das Volk ausspielt gegen die anderen und in der Mitte diese Symbolik mit den Bröseln, die da mit den Arbeitnehmern überbleiben. Mit diesem Bild haben die Nationalsozialisten seit 33 den Judenhass in unserer Gesellschaft gefördert. Und ich finde es unanständig, dass im Jahr 2024, vielleicht aus Unwissenheit, ich gestehe es Ihnen zu, es kann Unwissenheit sein, Sie dieses Schaubild hier verwenden, um quasi antisemitische Stimmung zu machen. Ich gebe Ihnen in der Bankenkritik vollkommen recht. Wir haben ein Problem mit einer globalisierten Wirtschaft. Wir haben ein Problem, dass solche Leute wie Sie glauben, die gesamte Welt ist globalisiert und deswegen holen wir uns global die Syrer, Afghanen und alles in dieser Welt herein und rauben uns Identität und Heimat. Aber ich ersuche Sie nicht mit NS-Terminologie oder Antisemitismus, Sie haben das zu unterlegen, Hamas-Jugend, das mit dieser Terminologie zu unterwandern. Und jetzt Folgendes, Herr Dr. Bornmähner, jetzt komme ich zu einem ganz entscheidenden Punkt. Kein vernünftiger Mensch mit ein wenig Empathie will, dass Sozialleistungen gekürzt werden. Niemand. Ganz im Gegenteil. Ich habe einem Herbert Haupt gedient, Kinderbetreuungsgeld wurde eingeführt. Ab
Abfertigung neu wurde eingeführt. Pensionsreformen wurden gemacht, um das Pensionssystem zu halten. Kein vernünftiger Mensch will, dass Sozialleistungen gekürzt werden. Ein vernünftiger Mensch mit ein bisschen Empathie will, dass Sozialleistungen jeder bekommt und zu einem ausreichenden Maß, der es braucht, aber nicht jeder, der es will. Das ist ein ganz ein einfacher Grundsatz. Also unterstellen Sie nicht der FPÖ, die im Übrigen 1000 Anträge im österreichischen Nationalrat gemacht hat, zum Ausbau der Sozialleistungen, die Sozialleistungen zu kürzen. Das Einzige, was man machen muss, ist, Sozialleistungen so treffsicher zu gestalten, dass es jene bekommen, die es brauchen. Im Jahr 2019 hat Schwarz-Blau die Sozialleistungen dadurch so stark runtergekürzt, nämlich mit einer Höchstgrenze, dass vor allem Behinderte davon getroffen wurden. Herr Gross, ich kann Ihnen tausende Bitte Briefe... Bitte nennen Sie mir das Beispiel. Ich kann Ihnen tausende Nein, Briefe... Nein, ich werde Ihnen gerne... Briefe gelten nicht. Bitte also sagen Sie mir, welches Gesetz, durch Herr welches Gross, Gesetz welche Sozialleistung gekürzt Herr Gross, es wurde eine Höchstgrenze bei der Mindestsicherung eingeführt. Naja, das ist ja was nichts Unanständiges. Es ist beim Kinderbetreuungsgelder Höchstgrenze. Wenn wir die Höchstgrenze für diese syrische Familie gehabt hätten, die syrische Familie nicht 9.000 jetzt einmal für den für wen wurde es Teil. Für ich glaube, die Meinungen sind hier grundverschieden. Ganz kurze Werbepause. Und dann sprechen wir über Großbritannien. Da gibt es nämlich seit mehreren Tagen oder eigentlich schon seit fast über einer Woche schwere Ausschreitungen gegen Migranten. Und die Frage, die wir hier gleich diskutieren werden, ist, ist das etwas, was uns hier auch in Österreich drohen könnte? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Hitzige Diskussion heute hier im Studio. Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß haben die Urlaubsentspannung abgelegt, merkt man. Sind wieder im Angriffsmodus. Kommen wir zu Großbritannien. Da gibt es ziemlich heftige Bilder, die wir da seit mehreren Tagen sehen, wo Schlägertrupps Jagd machen auf Migranten. Auslöser war dort ein Messeramoklauf auf mehrere Kinder, leider auch mit Toten bei einem Taylor Swift Workshop. Und das hat eine Welle, muss man sagen, auch des Ausländerhasses entfacht, insbesondere von sehr rechten oder rechtsradikalen Gruppen, muss man sagen, in dem Fall rechtsextremen Gruppen. Ist das etwas, was du befürchtest, was auch nach Kontinentaleuropa respektive nach Österreich überschwappen könnte? Ja, es ist ja schon längst da. Wir haben gesehen, wir haben die NSU-Morde in Deutschland gehabt. Wir haben erlebt, jedes einzelne Jahr eine steigende Anzahl an antisemitischen und rechtsextremen Gewaltvorfällen, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich. Die Zahlen explodieren, die Ausländerfeindlichkeit explodiert, weil nicht differenziert wird. Wenn man sich den Fall in Großbritannien anschaut, dann sieht man beispielhaft, wie das funktioniert. Da passiert eine unfassbare Schreckenstat. Drei kleine Mädchen wurden umgebracht, viele andere wurden verletzt. Und was machen die rassistischen Arschlöcher, weil anders kann man sie nicht bezeichnen, im Netz verbreiten sie die mehr, es wäre ein syrischer Flüchtling gewesen, der diese Kinder umgebracht hat. In Wirklichkeit ist es ein in Großbritannien geborener Jugendlicher gewesen. Woher seine Eltern kommen, ist vollkommen irrelevant. Woher kommen sie? Wenn ich glaube aus Ruanda. Vollkommen irrelevant. Völlig wurscht. Ruanda, Gemeinde von Großbritannien. Hat nichts damit zu tun. So, okay, hat gar nichts damit zu tun. Käme geografisch nicht zu tun. Ja, ich weiß eh. Aber deswegen sollten Sie auch ein bisschen den Mund halten und zuhören. Okay. Also, es ist eine Katastrophe, wenn Menschen auf dem Rücken der noch nicht einmal kalten Leichen von einem 6-, einem 7- oder einem 8-jährigen Mädchen ihre rassistische Hetze verbreiten und damit dazu führen, dass irgendwelche minderbemittelten Rassisten auf die Straße gehen und das als Ventil nehmen und glauben, sie müssen jetzt die English Defense League jetzt auf einmal wieder ihren Hass verbreiten und wahllos Ärztinnen, Pflegekräfte, Dachsler, Kebabverkäufer angreifen, um vor einer Umvolkung und einem Bevölkerungsaustausch zu warnen. Die gleichen Schlagworte, wie wir sie in Österreich von Politikern hören, die jetzt bei der Wahl anstehen und glauben, dass sie die Wahlen gewinnen können. Ich warne davor. Es ist immer das Gleiche. Sprache erschafft Wirklichkeit. Wir haben auch in Österreich, genauso wie in Deutschland mit der AfD, in den letzten Jahren eine massive Diskursverschiebung erlebt. Ich erinnere an HC Strache und andere Leute, die
vollkommen ungeniert davon gesprochen haben, dass man Menschen in irgendwelche Transportflugzeuge geben soll, wo sie dann schreien und sich anurinieren können. Also diese Verrohung der Sprache führt dazu, dass man am Schluss manche Menschen, die offensichtlich keine Filter haben oder schon komplett radikalisiert sind, dazu aufstachelt, Gewalttaten zu begehen. Die Realität ist, wir haben eine Schreckenstat von einem in Großbritannien geborenen jungen Mann an drei in Großbritannien geborenen Kindern. Und das sollte uns dazu führen, dass wir darüber sprechen, wie wir Kinder schützen können. Es sollte dazu führen, wie wir darüber reden können, wie wir generell für Sicherheit sorgen können. Aber daraus abzuleiten, dass man indische Pflegekräfte oder türkische Kebabverkäufer verprügelt und ihnen eine Schuld dafür gibt, ist unfassbar. Und ja, ich habe sehr große Sorge. Sehr große Sorge. Und das werden wir jetzt gleich im Nachfolgenden von Gerald Gross erleben, dass genau solche Schreckenstaten verfremdet und politisch instrumentalisiert werden, um Menschen gegeneinander aufzuhetzen. Und sich dann zu wundern, dass es zu Gewalttaten kommt, das ist die pure Kunst. Müssen wir bei der Sprache abrüsten, damit es eben nicht zu solchen Gewalt. Nein, ich möchte einmal Sebastian Born-Mehner für diesen hochemotionalen Vortrag danken. Ich bin selten so erlebt, so ergriffen und emotional. Entschuldige. Das war er weder bei der Leonie, das war er nicht beim Danny, die Mia war ihm vollkommen wurscht, das war er nicht beim Polizist in Mannheim, das war ihm vollkommen egal. Das hat zur Tagesordnung übergegangen und hat über global-galaktische Probleme gesprochen, mein Marsmännchen irgendwo in Ruanda oder was auch immer. Aber ich finde das wirklich, sie sind irrsinnig ergriffen. Und zwar eben die Ergriffenheit deswegen, dass es zu Ausschreitungen gekommen ist, aber ihre Ergriffenheit gar nicht gegenüber den drei toten Mädchen gilt. Also ich bin von ihrer Empathie und von ihrem emotionalen Vortrag immer relativ überzeugt. Also stimmt nicht. Sie sind durch politische Vorgänge, die noch so verachtenswert sind, mehr emotionalisiert als den Tod eines Mitbürgers. Gratuliere, wirklich. Also ich möchte nicht wissen, was bei Ihnen in Ihrem Leben schon alles falsch gelaufen ist, aber offenbar sehr vieles. Mich interessieren immer konkrete Opfer. Opfer, die man verhindern hätte können. So. Das, was derzeit in Großbritannien sich abspielt, ist unerträglich. Okay? Es ist unerträglich, dass dort radikalisierte, rechtsextreme, Rechtsradikale auf die Straße gehen und glauben, Selbstjustiz zu üben. Es ist unerträglich, dass dort Islamisten auf die Straße gehen und auf sogenannte weiße Jagd machen mit Prügeln. Weil das klammern sie ja aus und das klammert auch die Moderation aus, was sich dort in Großbritannien derzeit wirklich abspielt. Es ist im Übrigen unerträglich, dass auch dort bewaffnete Linksextreme auf die Straßen gehen und wir mittlerweile dort die Ränder der Gesellschaft haben, Islamisten, Rechtsextreme und Linksextreme, weil die britische Gesellschaft mittlerweile so vergiftet ist durch eine Untätigkeit auch einer scheinkonservativen Regierung, wie eines Boris Johnson und wie die Olli Kasnam, dass dort mittlerweile die gesamte Gesellschaft komplett aus dem Ruder läuft. Komplett aus dem Ruder läuft. Und in einem gebe ich Ihnen vollkommen recht, das kann in Österreich und in Deutschland auch blühen. Nur es ist paradox. Es ist total paradox, um nicht zu sagen verlogen. Zuerst sagt man zu jedem, der sagt, ich habe Angst, wenn ich in der Nacht vor die Tür gehe, ich möchte nicht in meinem Haus und wir haben so viele Probleme. Zudem sagt man 20 Jahre lang, ich höre dir nicht zu, weil du bist rechtsextrem, du bist rechtsradikal und dann wunderst du dich, dass er nach 20 Jahren echt rechtsextrem oder rechtsradikal ist. Nachdem man ja als Politik alles dazu getan hat, dass der Mensch rechtsextrem wird. Wir züchten ja die Rechtsextremen, damit sich politische Untergangspropheten wie sie bestätigt fühlen und sagen, ich habe es immer gesagt, das ist ein Rechtsextremer. Statt herzugehen und zu sagen, wo liegen die Probleme in einer Gesellschaft? Welche Probleme haben die kritischen Bürger? Welche Probleme haben die progressiven Bürger? Was wollen die progressiven Bürger? Was wollen die kritischen Bürger? Was kann ich als Politik dazu beitragen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderdriftet? Kann ich vielleicht dazu beitragen, dass die Wiener nicht 9.000 Euro brutto auszahlen und den eigenen Wiener mit 3.000 Euro verrecken lassen? Vielleicht kann ich ein wenig Gerechtigkeit sorgen. Das tut die Politik nicht. Die Politik macht genau das, was sie heute getan. Rechtsextrem voll. Den Rest klammern wir aus. Bei rechtsextrem voll bin ich derselben Meinung wie Sie. Derselben Meinung wie Sie. Aber wissen Sie, das Hinzeigen nur auf ein Problem, aber die anderen drei Probleme zu negieren, nicht zu sehen, das führt genau zu dieser Polarisierung, die am Ende dann passiert ist. Also die Linksextremen, die wir sehen, sind die Angehörigen der Antifa, die Rechtsextremen, die das entgenhalten und die sich schützend vor ihren Mitbürgern... Ist ja die Friedensbewegung von Mutter Teresa, die Antifa. Das sind anständige Leute, Herr Gross, die sich schützend vor ihre migrantischen Mitbürger stellen. Und wenn das, Herr Gross, ich werde genauso einer sein. Ja. Wenn das in Österreich passiert, ich werde mich auch vor meine Mitbürgerinnen und Mitbürger stellen, Herr Gross. Und im Waldviertel, oder? Wo auch immer, dort, wo sie tapfer und mutig sein können. Wo auch immer es notwendig ist. Wo auch immer es notwendig ist. Sie sonntags heute. Nein, nein, nicht. Ja. Herr Gross, wenn Leute glauben, versuchen
versuchen schon lang. Schon lang versuchen irgendwelche rechtsextremen Rassisten, mich und meine Familie einzuschüchtern. Sie bewirken das Gegenteil. Sie bewirken das Gegenteil, Herr Gross. Wir organisieren uns und wir halten etwas entgegen. Und Sie können in Großbritannien sehr schön sehen, wie die Zivilgesellschaft darauf reagiert. Den rechtsextremen Umtrieben werden in manchen Bereichen, ich habe heute erst einen Bericht wieder dazu gehört, die doppelte und dreifache Anzahl an Gegendemonstranten entgegengehalten. Ich finde es tragisch, dass eine polarisierte Gesellschaft wie die britische, die ja maßgeblich gezeichnet und zerstört wurde durch den Brexit, den Sie bewundert haben. Es gab noch nie so viel Zuwanderung wie in den letzten Jahren, seit man aus der EU ausgetreten ist in Großbritannien. Noch nie. Die explodierende Zuwanderungszahlen in Großbritannien. Ja, ja. Gleichzeitig sind die Regale in den Lebensmittelgeschäften leer. Sie verhungern alle, ja. Weiß ich, nein. Ich aber wissen Sie, das finde ich wirklich so eindrucksvoll. Man stürzt ein Volk ins Verderben, indem man ihnen sagt, sie sollen die Europäische Union verlassen. In Österreich sagt man aber, nein, nein, wir wollen nicht aus der Europäischen Union austreten. Sagt die FPÖ. Die FPÖ sagt, Exit wollen wir auf keinen Fall. Na klar, sind ja nicht deppert, weil die wissen ja ganz genau, dass es genau dieselben Zustände kommt wie in Großbritannien. Der Punkt ist der, Herr Gross, man kann gesellschaftliche Probleme gerne adressieren. Es ist vollkommen legitim, unterschiedlicher Meinung zu sein, ob Menschen mehr oder weniger Gehalt bekommen sollen. Es gibt momentan die industriellen Vereinigungen, die fordern nicht eine generelle 40-Stunden-Woche, sondern eine 41-Stunden-Woche. Die wollen, dass die Menschen unbezahlt mehr Geld haben. Demokratie muss das aushalten, dass es Menschen gibt, die meiner Meinung nach vollkommen verroht sind und die das wollen. Aber der Unterschied ist der, dort, wo Sprache dazu führt, dass Menschen aufgestachelt werden und andere entmenschlichen, weil sie sie als Parasiten sehen, weil sie sagen, die Syrer mit ihren 7 Kindern stehlen uns das Geld, während die Wiener verrecken. O-Ton, das haben Sie gerade gesagt. Sie zeichnen ein Schreckensbild, in dem eine Gruppe von Menschen sich bereichert und die anderen verrecken. Nein, Herr Gross, das ist nicht unsere Realität, nicht in Wien und auch sonst nirgends. Genauso wie bei den Corona-Demos, Herr Gross, wo manche auf dem Rücken derer, die berechtigterweise, muss man im Nachhinein sagen, Sorgen und Ängste geäußert haben, dann auf einmal mit Parolen gekommen sind wie Corona-Diktatur, wir müssen die Corona-Diktatur stürzen, entwaffnet die Polizisten, stürmt das Parlament, Hitler-Bild, Judenstern. Also das ist genau das, was das Problem ist. Wir müssen aufpassen, dass legitime demokratische Diskurse, und ich finde, es ist immer legitim, darüber zu sprechen, wie hoch die von uns allen finanzierten Sozialleistungen sein sollten. Lass uns darüber reden. Und lass uns einen Wettbewerb der Ideen machen und lass uns die Wahlen am 29. September austragen. Aber was wir nicht machen dürfen, ist, Menschen in pauschaler Art und Weise zu kriminalisieren und zu diffamieren. Dagegen verwehre ich mich. Und das ist das, was in Großbritannien dazu geführt hat, dass diese rechtsextremen Idioten jetzt auf die Straße gehen und Migranten verprügeln. Herr Dr. Bonmena, erstens, die einzelne Person ist gar nicht das Problem. Es ist ja die siebenköpfige Familie aus Syrien in Wien nicht das Problem. Es ist der Herr Ludwig, der das Problem, der das ermöglicht. Es sind britische Politiker, die die Einladung aussprechen. Es sind österreichische und deutsche Politiker, die unser Sozialsystem aufmachen. Es sind Menschen, die unsere Freiheit und Sicherheit nicht mehr garantieren. Es sind die österreichischen Politiker, die das Verbrechen begehen. Nicht der kommt, dieser Verbrecher. Sie haben es mir komplett falsch verstanden. Der, der einlädt, ist ein Verbrecher. Der, der Recht und Ordnung außer Kraft setzt, ist ein Verbrecher. Der die Anarchie in Wahrheit über die Hintertür einführt, ist ein Verbrecher. Der die Umstände in Otterkring, in Meidling, allein am vergangenen Wochenende am Reumannplatz, am Ippenplatz ermöglicht, das ist ein Verbrecher. Und der Heuchler ist der, der aus Wien auszieht und im geschützten Bereich im Waldviertel darüber diskutiert, wie sich Wien demografisch entwickeln soll. Das ist ein Heuchler. Sie ist kein, ja selber das ist kein, ja, ich gebe es ja zu, aber ich gebe es ja, schau, zu, Herr Dr. Bonmena. So. Und jetzt folgendes Problem, Herr Dr. Bonmena. Schauen Sie, und Sie machen einen entscheidenden Fehler, weil Sie sich zwar einerseits in dieser Diskussion als Mensch der Mitte verorten, aber dann beispielsweise für die Antifa-Sympathien haben. Antifaschisten? Schauen Sie, Herr Dr. Jeder Bonmena, Demokrat ist Antifaschist. Die Antifa ist eine kriminelle Organisation und wir haben 20 Demonstrationen in Hamburg gemerkt, wie viel Gewalt hier von schwarzen Blöcken etc. ausgegangen ist. Ich bin auch der Meinung, dass die Bader-Meinhof-Gruppe, die sich als Antifaschisten verstanden hat, Kriminelle waren. Jetzt, im Übrigen 90. Geburtstag, sind Terroristen, deutsche Terroristen. Kennen Sie den einen Schleier? Vor 50 Jahren! Na ja, die NSU-Morde sind jünger, über die wollen Sie nicht reden, gell? Also,
der NSU, der Tote des NSU-Mordes ist mehr wert in der politischen Nein. Debatte, weil er jünger ist, währenddessen der Herr Schleyer Nein. ein unwertes Leben überhaupt nicht. Hat. So haben Sie es aber zum Ausdruck. Nein, gemacht. Überhaupt Sie müssen exakt lebensunwertes Leben, Herr Kross, Herr Dr. Terminologie habe Sie ich müssen nicht exakt Na, Herr Kross, lebensunwertes Leben, solche Wörter Für mich war der Herr Schleyer genauso Nein. wertvoll am Leben zu halten, ja, ja. wie alle anderen Opfer, die letzten Jahre passiert sind. Und genau um das geht es. Es geht darum, auf einem Auge schlichtweg nicht blind zu sein. Da gehört der Größe dazu, da gehört eine gewisse Intelligenz dazu, die haben halt manche nicht. Da muss man sagen, ja, es gibt eine islamistische Gefahr, es gibt eine linksextreme Gefahr und es gibt eine rechtsextreme Gefahr. Und dass es überhaupt dorthin kommen kann, dass es eine islamistische, rechtsextreme und eine linksextreme Gefahr kommt, gehört das Generalversagen der Politik. Warum? Weil einerseits auf die, die dann rechtsextrem geworden sind, niemals gehört worden ist, dass sie sich in ihrem eigenen Bereich unwohl fühlt, bis sie sich radikalisiert haben. Weil man jene hereingeholt haben, die sich Islamisten schimpfen, obwohl sie niemals hier Platz ergreifen hätten dürfen, zum Wohle unserer homogenen Gesellschaft. Und weil man den Linken offenbar nicht entgegengekommen ist. So, und das ist das Problem einer unausgewogenen Politik. Und das haben die Briten verbrochen. Und das, was wir in Großbritannien sehen, ist das Verbrechen der Politik. Und zwar einer Politik, die offenbar Ruanda als britische Großkolonie gesehen Brexit. Hat. Brexit. Ja, ja. Nein, nein, das ist nicht der genau. Brexit. Das ist genau die Regierung gewesen. Ja, ja, natürlich. Ja. Ja. Gut, wir machen noch einmal eine Werbepause und dann kommen wir zu unserem letzten Teil zurück. Und da sprechen wir über die Liste Gaza, die bei der Nationalratswahl ja. antritt und die für Sind Ihre Aufregung ja. sorgt. Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil mit Sebastian Born-Mehner und Gerald Groß. Sprechen wir oder kommen wir zurück nach Österreich, zumindest teilweise. Da steht seit Freitag fest, welche Parteien bei der Nationalratswahl antreten. Und neben den ohnehin schon bekannten Parlamentsparteien sind das vier weitere Listen, die österreichweit antreten. Aber es gibt auch einige Listen, die in gewissen Bundesländern antreten. Da gibt es unter anderem die Liste Gaza, die tritt in allen Bundesländern bis auf zwei an. Die sorgt für viel Aufregung, unter anderem, weil sie in der offiziellen Namensbezeichnung, also auch am Stimmzettel, das Wort Völkermord als Vorwurf gegen Israel drinnen hat. Muss eine Demokratie sowas aushalten, dass so eine Liste kandidiert? Oder verstehst du, dass es da derzeit viele gibt, die sagen, das ist ein Skandal und das gehört eigentlich unterbunden, dass man mit so einem Listennamen antreten darf? Ich finde, das muss unsere Demokratie aushalten. Erstens einmal halte ich es für extrem wichtig, dass wir uns differenzieren von den Ländern, die, auf die wir zu Recht herabblicken in menschenrechtlichen Fragen, indem wir eben genau diesen Raum eröffnen, damit Menschen ihre Meinung sagen können. Ich halte die Einschränkung der Meinungsfreiheit für extrem gefährlich. Ich glaube, es muss legitim sein, dass man das, was die israelische Regierung, nicht die Juden, was die israelische Regierung, die aktuelle von Netanyahu geführte israelische Regierung in Teilen Israels und Palästinas macht, wenn man das als Völkermord bezeichnet. Ich halte das für legitim, darüber zu debattieren. Ich halte es für legitim, die Tausenden, zigtausenden Toten, Kinder, Babys, alten Frauen und Männer im Gazastreifen anzuprangern und Wobei Israel dafür zu kritisieren. Muss man dazu sagen, ist laut Terminus etwas Systematisches. Und das ist in dem Fall... Das ist halt, ich bin kein Völkerrechtler. Ja? Also ich kann nicht bewerten, inwiefern dieser Terminus jetzt zu Recht oder nicht zu Recht gewählt wurde. Wenn ich an die Farce von Ruanda denke, 1994, der Völkermord, der dort begangen wurde, wo die USA aus rein geopolitischen Gründen gesagt hat, es ist kein Völkermord, das sind Akte von Völkermord. Da, seither bin ich ein bisschen vorsichtig, genauso wie die Einstufung dessen, was Slobodan Milosevic am Balkan gemacht hat, das auch Genozid, Völkermord für viele Menschen war und andere lehnen das ab. Also ich bin kein Völkerrechtler und ich bin auch nicht auf das Suche nach der terminologischen Sauberkeit. Mir geht es eher um die Menschen dort. Und ich finde, die Menschen dort haben sich verdient, eine Stimme zu bekommen. Die Menschen, die am 7. Oktober... Auch im österreichischen Parlament. Die Menschen, die am 7. Oktober Angehörige verloren haben oder nur knapp dem Tod entgangen sind, gehören gehört. Und die Menschen,
die als Reaktion darauf jetzt gerade sterben und Angehörige verlieren, genauso. Ich glaube, Österreich als neutrales Land muss ein Ort sein, in dem Diskurse geführt werden. Wogegen ich mich verwehre, ist Antisemitismus. Auch verschleierter Antisemitismus. Deswegen finde ich es richtig, dass gewisse Symboliken, aber auch zum Beispiel Liedzeilen, From the River to the Sea und so weiter, was ja aus meiner Sicht eindeutig Völkermord impliziert, weil da geht es darum, die Israelis auszulöschen, das muss unterbunden werden. Aber dass eine wahlwerbende Liste sich Gaza nennt und einen aus ihrer Sicht begehenden Völkermord im Gazastreifen anprangert, das müssen wir aushalten. Sie bekommen eh die Rechnung von den Wählerinnen und Wählern präsentiert. Sie werden sehen, wie viele Menschen das für eine gute Programmatik halten. Und genauso werden wir dann entsprechend damit umgehen können. Wenn wir das jetzt einschränken und die verbieten und denen verbieten anzutreten, dann sagt das mehr über uns als über sie aus. Ist überhaupt eine super Idee. In Ihrer Logik folgend, dass wir eine Liste Gaza hier in Österreich zulassen sollten und damit ausländische Konflikte mitten in unsere österreichische Demokratie implementieren, könnten wir die Liste Putin ja auch zulassen, oder? Da haben wir eh. Liste Putin oder vielleicht... Freunde Putins Österreich. Wissen Sie was noch? Die Liste Mossad vielleicht noch. Oder wissen Sie, was ganz speziell ist? Eine feine Liste, die AKP, Liste Erdogan in Österreich. Da waren Sie plötzlich anderer Meinung. Ich weiß nicht, was, da haben Sie gesagt, nein, den Einfluss der grauen Wölfe, das wollen Sie in Österreich alles nicht. Die Liste Gaza darf schon antreten, sehen Sie. Und das ist das Problem, so verheddert man sich in Diskussionen, wenn man keine stringente Basis seiner eigenen Logik hat und Ideologie. Ich erkläre es Ihnen gerne. Sondern wenn man in Wahrheit vom Löffel im Mund lebt und sagt, nein, heute bin ich dafür, heute bin ich dagegen. Das passiert genau. So, ich bin grundsätzlich dagegen, zum Schutze der österreichischen Demokratie, dass nichts unserer österreichischen Demokratie Betreffendes, wie zum Beispiel außenpolitische Konflikte, die ausschließlich im Ausland abgeführt werden, wovon kein einziger Österreicher betroffen wird, plötzlich zum Gegenstand von österreichischen Kandidaturen oder Listen wird. Warum? Weil ich damit die österreichische Demokratie vor der Liste Putin, vor der Liste Erdogan oder von sonstigen politisch ausländisch finanzierten Listen bewahre. Dass es nun eine Liste Gaza oder manche sagen Liste Hamas bereits in Österreich gibt, das halte ich für demokratiepolitisch unerträglich. Dass eine Anwältin dort kandidiert, die selbst Massenmörder vertritt, aus Publicity-Gründen, jeden reidigen Massenmörder vertritt, weil es in der Zeitung steht, sie dann da hinstellt und sagt, sie kritisiert einen Massenmord, einen Völkermord in Gaza, hat aber keine Berührungsängste zu Psychopathenmördern, Vergewaltigern etc. Das finde ich heuchlerisch und opportunistisch. Und das ist das große Problem. Und mit solchen Leuten mache ich mich nicht gemein. Leg dich mit Hunden nicht ins Bett, dann wachst du mit Flöhen nicht auf. Aber ich nehme zur Kenntnis, sie tun's. Warum? Weil sie grundsätzlich offenbar das, was Linken eigen ist, nämlich den Antisemitismus, den man unter Israel-Kritik versteckt. Und sie haben es hier gemacht. Sie titulieren ja, sie unterstützen ja den Terminus technicus Völkermord. Sehen nicht ein, dass noch immer 100 Israelis, Kinder, Frauen etc. In der vergewaltigenden Hand von Hamas-Terroristen sind. Und gehören zu dem Spiel mit, die am Anfang ein bisschen die Erregung zeigen, um Gottes Willen, die böse Hamas, und dann am Ende nach einem halben Jahr ausreden und sagen, naja, Israel ist ja auch nicht anders, Und wissen Sie, ich entdecke ja diese Entwicklung hier in dem Studio. Wissen Sie, und auch hier bleibe ich stringent, solange nicht die letzte Geisel, zivile Geisel, solange die letzte zivile Geisel aus Israel, das sind im Übrigen auch Muslime, dürfen wir tausende Kinder zubomben? Nein, ich verstanden, Herr darf Herr Israel einen Krieg gegen den Terror führen? Ja. So, und das in einem Krieg, leider Gottes, und das betone ich immer wieder, unschuldige Menschen sterben, ist systempermanent. Wissen Sie, was ich besonders tragisch finde? Dass jene, mit denen Sie sich gemein machen, damit indirekt gemein machen, jene sind, die sich vor Kinder, hinter Kinder stellen. Hm. Die Hamas kämpft ja nicht mit offenem Visier gegen die israelische Armee. Sie versteckt sie hinter Kinderspitäler. Mhm. Aber man kann dafür auch Sympathie haben. Ja. Kann man. Wenn man sonntagsdemokratisch, wenn man heuchler ist, wenn man opportunistisch ist, man kann man für alles Sympathie haben. Sebastian, willst du noch was dazu sagen? Ja, unbedingt, weil ich finde, dass genau diese Radikalisierung und diese Form von Denunzierung, die dazu führt, dass Menschen sich dann bemüßigt fühlen, Gewaltakte auszusprechen oder zu tätigen. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel, indem man mir, der sagt, er kann nicht bewerten, ob das Völkermord ist oder nicht, in den Mund legt, ich hätte gesagt, das ist Völkermord. Das haben Sie absichtlich gemacht. Das ist Manipulation. Ich habe von mir gewiesen, dass das Völkermord ist. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich bin da so vorsichtig. Sie können es? Na super, dass das ist kein Völkermord, das ist ein Krieg. Das ist Ihre Meinung, Herr Gross. Sie sind kein Jurist, Sie sind kein Völkerrechtler. Okay?
Also im besten Fall ist die Hauptschule abgeschlossen, wenn überhaupt. Das haben die Nazis auch gesagt. Die haben auch gesagt, das war alles kein Völkermord. Groß, mir reicht es langsam, dass sich da jemand ins Studio setzt. Hm. Und wenn es um Völkermord geht, wenn es um immer klare Linie geht. Ja, immer klare Linie. Zuerst den totalen Lockdown fordern, dann nicht. Zuerst den NATO-Beitritt, wollen dann nicht. Total stringent, sagen Sie. Thema unangenehm, weil Sie ablenken wollen. Ich gehe zum Thema. Gehen Sie nochmal zurück zum Wenn Sie mich nicht unterbrechen würden, würde ich ausreden. Dankeschön. Also jetzt Klappe zu. Danke. Also Herr Gross, dass eine Liste Gaza in Österreich antreten darf und dass in Österreich über den Palästina-Konflikt gesprochen werden darf, das nehme ich mir als Staatsbürger und Demokrat in diesem Land unter dem Mantel der Meinungsfreiheit heraus. Und auch Sie, Sie sind offensichtlich ein Jünger des Benjamin Netanyahu. Ich finde das okay. Wunderbar, das können Sie sein. Aber in Österreich bestimmen nicht Sie und nicht Ihre Freunde wie Benjamin Netanyahu, worüber wir reden und wer hier kandidieren darf und wer nicht. Aber okay? Wäre dafür nicht die Knesset verantwortlich oder die palästinensische Autonomiebehörde, die ja auch Wahlen gehabt hat vor 14 Jahren? Wäre da nicht die parlamentarische Initiative in Israel oder in Palästina besser aufgehoben, als über einen Krieg zwischen Israel und Palästina im österreichischen Parlament mit einer Liste Hamas zu diskutieren? Herr Dr. Warum sollen wir nicht solidarisch sein dürfen? Machen wir was anderes. Menschen dürfen, darf es was in Österreich die Liste Taliban geben? Kurze Frage. Ist die Taliban eine Terrororganisation? Darf es die Liste IS geben? Darf es die Liste Al-Qaida geben? Darf es die Liste... Verstehe ich richtig. Nein, darf es die Liste AKP geben? Alle Sympathien haben für Menschen, die in Palästina leben, sind Terroristen. Nein. Aha. Nein. Dann hören Sie auf. Alle, die eine allzu große Sympathie für Palästinenser zeigen, aber ihre pure Verachtung gegenüber Israelis zeigen, sind Antisemiten. Wer macht das? Und Herr Dr. Bornmänner, Sie haben heute schon ein antisemitisches Bild als eine Karikatur gebracht. Seiten der Liste Gaza. Ich kriege langsam ein Problem mit Ihnen. Wenn wir wirklich nicht die Vereinbarung hätten und nicht sogar denselben Medienanwalt, dann würde ich Sie in Grund und Boden klagen. Kennen Sie nicht. Ja, kann ich nicht. Kann ich leider nicht. Aber ich weise nochmal darauf hin. Okay. Nein. Ich weise nochmal darauf hin. Das Bild, das ich wirklich meine, ist das hier. Ja. Schauen Sie, da sitzt der Reiche und sagt... Mit dieser Nase? Und sagt, nein, nicht mit dieser Nase. Okay. Und sagt dem Hackler... Sollen wir jetzt lang suchen müssen, bis ein Bödel gefunden haben? Aufpassen! Aufpassen! Der Migrant möchte den Kuchen gewinnen. Ja, natürlich. Das ist genau Ihre Politik, Herr Gross. Und die Menschen haben es durchschaut. Gut. Meine Herren, vielen Dank. Wir sind am Ende angelangt. Jetzt lassen wir die Gemüter wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Kurze Werbepause. Dann geht es gleich weiter hier auf OE24 TV.